finale Segment. Und ich habe es nicht, obwohl ich habe es slightly aufgeschrieben. Ich muss gucken, dann nehme ich einfach das, was ich hier aufgeschrieben habe. Ja, komm, dann starten wir damit. Und zwischendurch, während ich hier schon reinstarte, fummel ich an meiner Jackentasche. Was passiert hier gerade? Ich verstehe gar nichts mehr. Weil wir gehen ins Cornerbuch. Ah, was ist das denn? Das Cornerbuch. Oh, ich habe zu wenig Hände. Nee, schaffst du schon. Passt schon. Das Cornerbuch ist mein Freundebuch für alle, die in der Corner waren. Geil. Wir haben ein kleines Cornerbuch. Die Fragen erweitern sich immer weiter. Jetzt ist nichts großartig Neues dazugekommen, aber wir starten erstmal gediegen rein. Ich gestalte das am Ende dann ganz, ganz schönes Land dann auf Instagram, da kann man sich das angucken. Mhm. Und als erstes, erstmal aufgeschrieben haben wir natürlich Name. Jodie Calusi. Hast du einen Spitznamen? Jodie Calusi. Hast du einen zweiten Namen eigentlich? Samantha? Ja, Mann. Sammy ist echt cool. Sammy ist geil, ne? Ich finde Sammy ist ein richtig cooler Name. Meine Mutter wollte immer, dass Leute mich Sam nennen. Die fand das cool, wenn Mädchen so jung. Ich finde das auch voll, ich finde Sam aber und auch Jodie cool. Jodie für Joe. Die wollte, dass Leute mich Sam oder Joe nennen. Aber hat nie jemand gemacht. Nie. Hat deine Mom dir erklärt, warum du Jodie heißt? Weil sie den Namen cool findet. Also, aber ist Calusi dein richtiger Name? Ja. Wo kommt der her? Italien. Ah, schön. Ist nicht mein richtiger Name. Nee? Ja, doch schon. Also seit 10 Jahren. Aber ach so. Ist nicht mein Nachname. Ah, verstehe. Okay, Jodie. Dann Spitzname, sagen wir Joe und Sam. Joe und Sam, Mann. Joe ja, und Sam. Geil. Wie soll man dich am besten nennen? Jodie. Jodie finde ich super. Jodie. Wann hast du Geburtstag, Jodie? 12. März. 1, 2, 3, 9, 3. 9,3. 93. Dann bist du 3 Jahre 30. Älter. 30. Da haben wir gut geredet. Sternzeichen? Fische. Fische? Fische sind toll. Ist Fische cool? Fische ist cool. Shorty, ist Fische cool? Fische sind so gechillt. Fische sind super kreativ und super so entspannt. Und so wie ein Fisch ist, wir können uns zu allem so anpassen. Wir sliden so mit den Leuten rum. Wir sind Bist du im Sternzeichen-Game drin? Ja. Nee, ja. Von meinem eigenen. Ich finde Sternzeichen. Also, ich finde, manchmal passt es schon, aber manchmal ist auch Quatsch. Aber manche Sachen sind übelst krass. Also ich bin so im Zwiespalt. Ich finde es krass, aber ich höre es trotzdem gerne an. Ja, und es gibt so diese also ich glaube, das ist ein bisschen wie so Psychologie einfach oder wie so Horoskope. Mhm. So manche Sachen passen halt einfach, wenn jemand dir sagt, ja, du bist ein fröhlicher Mensch, dann passt das ja auf jeden so irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja, safe. Oder safe, keine Ahnung, was das. Es gibt so manche Dinge, die so. Du atmest gern. Ja, genau. Oder so, du gehst mit Konflikt. Konflikt findest du schlimm. Ja, ach. Ja, so, safe. Okay. Ja, so eigentlich so manche relativ Sachen, banale Sachen. Genau, ja. Genau. Kann man auf alles anwenden. Aber ich finde es irgendwie so wie in der Psychologie ganz geil, darüber mich zu informieren, weil manchmal gibt einem das ja so Denkanstöße. Mhm. Dass man so, ah ja, stimmt, so bin ich wirklich in manchen Situationen. Woher kommt das so? Ich finde das ist geil, sich damit zu beschäftigen, weil du einfach über dich was lernen kannst. So aus einer anderen Perspektive gesehen. Ist witzig, dass du das gerade Psychologie sagst, weil ein bisschen daran geht die neue Frage, die wir im Cornerbuch haben. Oh. Das wäre ich, wenn ich nicht das machen würde, was ich mache. Psychologie? Wäre das für dich ein Thema gewesen, Psychologie zu studieren? Ich wollte als Kind wollte ich Psychologin werden. Das war voll mein Ding, so kaputten Leuten zuhören und sagen, ihr schafft das schon und helfen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch in meiner Jugend immer so die Leute angezogen, die dann einfach die ganze Zeit ihren Müll bei mir abgeladen haben und ich habe das zugehört und aufgenommen und das ist ja das, was ein Psychologe einfach macht, ne? So fand ich irgendwie geil. Aber dann dachte ich, nee, viel zu anstrengend. Ich glaube, als Psychologe muss man selber auch ein bisschen crazy sein. Ja, das ist also ja okay. So ein bisschen insane. Ja, wer ist das denn nicht? Ich glaube, bei dem ganzen Kram, den du manchmal so als Psychologe oder Psychotherapeut oder vielleicht sogar als Psychiater, ist ja nochmal eine Stufe krasser. Hm. Was du da teilweise so für Schicksale hörst, ich glaube, du wirst doch selber. Ja, auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall das trennen können und das einfach so akzeptieren, dass manche Menschen einfach, denen scheiße geht, so, dass du manchmal nichts machen kannst und nicht mit nach Hause nehmen. Nee, bei Psychologe wäre es wahrscheinlich Meeresbiologe. Wäre ich gerne. Ey, kein Scheiß. Tatsächlich ist es ein Ding gewesen, was ich auch mal machen wollte. Ja. Aber aus der Traum aus einem einfach. Völlig dummen Grund. Weißt okay, du warum? Nee. Weil ich Orcas cool finde. Oh, okay. Ich wollte wegen Orcas, weil ich wusste. Ein Orca-Forscher. Das ist eigentlich so ganz, ganz schlimm. Ich war als Kind auf Teneriffa im Loro-Park, wo die Orcas halten. Mm. Ganz, ist große Scheiße. Geht da nicht hin. Mm. So. Aber ich war halt da, als ich wusste es nicht besser. Auf jeden Fall. Wollte ich auch so ein Orca-Trainer sein. Ach so. Und ich habe so gelesen, sie sind Meeresbiologen. Also ganz zuerst wollte ich Tierpfleger sein. Cool.
Das könnte ich mir auch vorstellen bei dir. Du gehst so rein beim Kamel, so, oh moin, ey, mach mal hier sauber. Oder mit den Elefanten so chillen, ja. Ist doch geil. Nee, aber ich dachte mir so, ja, also da will ich ja keine Kohle mit. Nicht ja, das so stimmt. Glaube ich. Ja, ist doch egal, das ist das geilste Leben. Also ja. Weiß ja. Doch schon. Ich habe also jetzt auch, ich denke auch immer mal wieder darüber nach, ob ich auch einfach alles nicht mehr möchte und einfach keinen Bock mehr auf die ganze Kacke haben. Und dann würde ich, dann würde ich wirklich Gärtner werden. Das ist geil. Das wäre meins, wirklich. Also das würde ich sofort machen, so Greenkeeper beim Golfen. Auch aber geil. Das ist doch der Hammer. Ich wäre auch gerne Florist. Ja, so schön. Ist doch schön. Mit schönen Blumen. Gestern war ich im Blumenladen. Du musst dich nicht mit dem ganzen Scheiß befassen. Ja. Dann kommen da irgendwelche Omas, holen dann ihre Blumensträuße und so ein Scheiß. Und du machst sowas. Du hast was in der Hand. Du machst so einen Samen rein, dann kommt eine Blume raus. Ja, wie geil. Ja. Du kannst auch irgendwie was ausbringen, kannst ein bisschen rumzüchten und so Sachen. Finde ich super. Konditor ist auch was Witziges. Ja, Mann. Konditor ist auch geil. Oder Schreiner. Das ist geil, macht Handwerksberufe, das ist voll geil. Da verdienst du auch ordentlich Kohle mit, glaube ich, heutzutage. Ja, man wundert sich, aber die machen so, also in der Ausbildung kassierst du, glaube ich, gar nicht so krass viel ab, aber wenn du selbstständig bist oder wenn du irgendwie deinen Meister hast, oder du kannst richtig Moneten machen. Und das ist auch einfach was gebraucht wird. Ja, also voll viele Leute machen jetzt so Agentursachen und so und machen so, das wird jetzt alles von ChatGPT übernommen, ja toll. Dating-Apps programmieren. Ja. Ja. Alles das, der ganze Scheiß, braucht doch keinen Schwanz. Ja, brauchen mal wirklich. Leute, die anpacken. Ja, richtig, sonst geht das hier alles zugrunde. Ich plädiere an euch, wir brauchen nicht noch mehr Leute, die so einen Scheiß machen wie wir beide. Spaß. Ja, wir machen auch mal irgendwann mal was anderes noch mit unseren Händen. Ich mache das auf jeden Fall. Ich bin mir zu 100% sicher. So, ich mache das noch so 5-10 Jahre vielleicht und dann will ich was Neues machen. Ich wäre später gerne mal irgendwie Dozent oder einer, der Leuten was beibringt. Nice. Ja, das bist du ja jetzt ein bisschen. Ich bringe den Leuten was bei. Influencer. Du bist ja ein, das darfst du nicht vergessen. Du bringst den Leuten ja was Influenciges bei. Also, was schreibe ich rein? Ach so, schreibst du? Nee, nicht wirklich, aber ich ziehe es aus dem Video dann raus. Greenkeeper ist geil. Ich habe einen vergessen, weißt du, einen Aszendenten? Waage. Waage? Ja, Mann. Ist das interessant, ist perfekt, weil Sternzeichen zu Fische. Von Baryon, deinem Vorgänger jetzt, der ist Waage. Dann vielleicht hat dann der Nächste als Aszendent Fisch. Vielleicht zieht sich das jetzt so durch. Boah, das wäre voll krass. Das wäre lustig. Muss man drauf achten. Das wäre wirklich krass. Ich weiß jetzt nicht genau, wer zuerst kommt als Nächstes. Aber wir werden sehen. Du musst es dann so schneiden, dass der Nächste Fisch ist einfach. Ja, so machen wir das. So musst du dich jetzt entscheiden, welchen Gast du nimmst. Du musst den erstmal fragen, was für ein Aszendent du hast. Und dann musst du das erstmal sortieren. Ja, Baryon wusste seinen Aszendenten nicht. Habt ihr es dann herausgefunden währenddessen? Nee, wir haben dann, ich habe dann so gesagt, weil er wollte von mir wissen, was ein Aszendent ist. Wusstest du es auch nicht? Habe ich halt gesagt, ja, das ist so irgendwie so ein Ding und es gibt so verschiedene Häuser und dann steht der Pluto im Haus 11 und solche Sachen. Genau. Und dann hat er einen despektierlichen Gag über Sternzeichen gemacht und hat gesagt, dass in seinem 11. Haus ein Red Bull steht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall ist die nächste Frage wie folgt. Du musst zuhören, Jodie. Ja. Hör zu. Entschuldigung. Dein Lieblingsdrink? Wasser. Sprudelwasser. Das ist eine scheiß Antwort. Wenn Sprudelwasser. Ist. Sprudelwasser? Ja, Sprudelwasser. Ich liebe Sprudelwasser. Trinkst du nichts anderes? Mein Spitzname ist auch Sproddles, weil ich Sprudelwasser liebe. Und das kommt das von Joddles, cool. Wegen Jodie, Joddles und dann Sproddles. Ich bin Sproddles, ich bin Sprudelwasser. Okay, du kriegst von mir die Ausnahme, die Wasser. Ja, du kriegst auch kein alkoholisches Getränk. Ich mag gar keinen Alkohol. Wirklich nicht. Das ist gut. Ja, ich trinke mal ein Bier beim Fußball, so, das ist lustig. Aber ist sonst... Ja, aber ich mag's nicht. Ach so. Ich trinke das jetzt nicht gerne so. Okay. Ich trinke schon mal, aber ich trinke nicht gerne. Deswegen bist du mal situationsbedingt, ja, wenn es zum Vibe passt. I have a situationship with alcohol. Ja, du bist eine Vibe-Trinkerin. Ja, exactly. Ja, finde ich gut. Finde ich super. Ja. Keiner weiß, dass ich das kann. Was kannst du? Ich hasse du, solche Fragen. Weißt das ist du, ja dein Problem. Das so oft denke ich so, boah, da fällt mir irgendwas auf im Leben, denke ich, boah, wenn mich immer jemand fragt, was magst du am meisten, dann kann ich das sagen. Und dann vergisst du es sofort wieder. Ja. Genau sowas. Ich weiß schon, 1000 Sachen habe ich mir schon überlegt, boah, das kann ich mal sagen, wenn jemand mich fragt, was ich kann. Was weiß keiner, dass ich kann? Mhm. Boah, ich bin seit 10 Jahren im Internet. Die Leute wissen alles über mich. Ich habe noch nichts, was ich cool kann, habe ich noch nicht niemandem gesagt. Da müssen wir da jetzt drauf rumdenken, Jodie. Wir kommen nicht drum rum. Das dauert aber dann 20 Jahre, dieser Podcast. Ja, egal. Wir haben ja Zeit. Ich versuche richtig angestrengt nachzudenken. Das ist so eine Drucksituation, oder? Ja. Auf welche ich so. Ich habe auch keinen einzigen Gedanken gerade in meinem Kopf. Welche ich so gemein angucke auch die ganze Zeit. Das ist okay. Ich habe kein Problem mit Augenkontakt. Ehrlich, ich habe richtig Probleme mit Augenkontakt. Deswegen trage ich so gerne Sonnenbrille. Ja,
Du guckst auch die ganze Zeit durch die Sonnenbrille noch nicht mal zu mir, sondern auch irgendwo anders hin. Mach ich immer, ja. Das ist halt die, das ist aber auch ein Casey Neistat Trick. Ja. Weil der hat genau das Gleiche. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Deswegen trägt er auch immer Sonnenbrille. Also, was kann ich denn? Was kannst du? Sollen wir weitermachen und du antwortest später? Ja, vielleicht mache ich das einfach als Voice-Nachricht dir mal und dann kannst du es reinschneiden. Das ist geil. Das vielleicht machen wir kommen so. Wir da so mal dran. Das machen ich wir überleg so, das mal in die so. Tage. Hast du eine Lieblingsbeleidigung? Darf man das sagen? Ja klar, du darfst alles sagen. Ich sag immer Hurensohn. Hurensohn ist super, Hurensohn ist eine super aber Beleidigung. Aber ich meine damit nicht die Mutter. Aber das ist was, das mir immer, also das ist nicht mal meine Lieblingsbeleidigung, weil ich die so toll finde, aber das sage ich. Man, die knallt Hurensohn, auch einfach, Sohn, die geht schnell von der Zunge, ne? Ja, oder verdammte Scheiße, sag ich auch, aber es ist keine Beleidigung. Jetzt verdammte Scheiße. Also wirklich. Hurensohn, schreiben wir so rein. Super. I'm so sorry. Ey, das ist genau, das ist genau der Content, den ich habe. Okay. Jetzt habe ich, habe wieder nicht dran gedacht, ich wollte eigentlich ein Lineal mitbringen. Weil hier ist die Frage, wie lang ist dein kleiner Finger? Junge, mein kleiner Finger hat ein Lineal. Hä? Warum? Hey, Kelly hat das gleiche, oder? Ja, das ist unser Partner-Tattoo. Digga, das ist ja geil. Ja, müssen wir schätzen. Also ist das ich wirklich? Kann schon mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. 5,5? Ja, ey, nicht exakt. Schlecht. Wie dumm. Mhm. Egal. Aber brauchen wir nicht. Nehmen, ich habe Maßband-App an meinem Handy, an meinem Hand. Das ist ja ultra geil. Ey, du denkst, du hast mitgedacht. Ja, ich komme extra vorbereitet in den Podcast. Das war die vielen, vielen Jahren, wo du dieses Tattoo mal gemacht hast, hast du mitgedacht, ey, irgendwann fragt mich jemand, wie lang mein kleiner Finger ist. Dann weiß ich's. Was ist etwas, was du richtig hasst? Ich hasse voll wenig. Bist du so ein Schlagmensch, der sagt, ich will nicht hassen? Nee, ich hasse einfach nicht. Ich habe so wenig Hass in mir. Oh, das ist gut. Das ist richtig schön. Das wirklich, das ist voll angenehm. Das kommt mit den 30ern, ne? Nee, das war schon immer so. Ich war schon immer so. Aber ja, das kommt mit den 30ern, keine Sorge. ich hasse es. Das kann alles sein, ne? Ja, ich hasse FC Köln. Ich hasse sagen. Den ersten FC Köln. Ich hasse. okay, sorry, das war gerade super witzig. So vier Mädels laufen hier gerade lang und die sind anscheinend in einen Schwarm Fliegen gelaufen und haben sich alle gleichzeitig so einmal so geschüttelt gerade. Oh, das sah sehr witzig aus. Ich hasse Müll rausbringen. Ich hasse Müll rausbringen. Oh, fühle ich krass. Bah. Boah, alles, wo man so Treppen steigen muss. Ja, wirklich. Ich hast bin ja zum Glück. Nee, aber ich bin nur eine Treppe zu meinem Müll-Dings runter. Ist voll in Ordnung. Du hast so Luxus. Ich wohne Dachgeschoss. Meine, weißt du, was der größte Struggle ist? Meine Waschmaschine ist im Keller. Oh mein Gott, nein. Du wäschst ja nicht, oder? Sag mal ehrlich. Wie oft wäschst du? Ich habe das T-Shirt jetzt schon seit 5 Tagen im Vorjahr. Glaube ich. Ja. Und danach kommt es auch nicht in die Wäsche, sondern wird so ausgehangen für eine Weile, bis es wieder, okay ich ist. Ich habe so 2 Katzen zu Hause, dass ich einmal dann drüber lecken, so den Tag über. Und dann ziehe ich es wieder an. Ich würde niemals waschen, wenn ich das hätte. Ehrlich? Ich würde mir neue Klamotten kaufen. Niemals. Das kann ich leider nicht, Jody. Nee, ich auch nicht. Aber es wäre sehr belastend. Ich würde mich sehr ärgern. Aber wahrscheinlich, wenn man es macht, ist es auch okay. So, wenn man es hat, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe dann immer so einen Tag, so alle 1-2 Wochen, wo es dann wirklich zu Neige geht, wo ich so sage, jetzt muss man. Jetzt musst du die Socken zumindest. So, und dann mache ich wirklich alles. Dann mache ich alles direkt hintereinander weg. So, Waschtag. Dass meine ist Mitbewohnerin auch sagt, so, ey, ich weiß nicht, wie viel dieser Wäscheständer noch aushält. So, aber dann haue ich da alles drauf. Ja, dann das ist doch okay. Dann ist einmal das komplette Wohnzimmer zugedeckt mit meinen Klamotten. Gut. So, nächste Frage. Ja. Das finde ich super. Egal was? Das mag ich gerne. Ja, was magst du denn richtig gerne, Ach, Cody? Das ist wirklich wie so ein Freundschaftsbuch. Ja, oder? Ist doch süß. Ja, wirklich total süß. Finde ich super cute. Das mag ich gerne. Golf spielen. Golf? Du spielst Golf? Oh, ich liebe es. Spielst du wirklich Golf? Ja. Ja, richtig. Das ist ja geil. Ja. Du kennst mich ja gar nicht, oh mein Gott. Nee, du hast ja schon gesagt, du guckst schon seit ein paar Jahren meine Sachen nicht mehr. Nee, das mit dem Golf wusste ich nicht. Ja, krass. Die letzten 2 Jahre habe ich nur Golf-Content gemacht. Ehrlich? Ja. Nee, nicht wirklich. Nein. Aber richtig so mit Platzreife und ja, genau. Ich habe Ende 2020 habe ich meine Platzreife gemacht und seitdem war ich auf so 2 Golfreisen auch mit so ein paar Influencer-Friends, so die so. Weil Izzy macht das auch, glaube ich. Izzy, genau, den habe ich mitgenommen letztes Mal. Ja, Izzy ist der Also, Beste. Was ich habe nicht mitgenommen, Izzy, aber. Izzy vielleicht auch bald mal nach. Ja, bitte. Super Talkgast, würde ich sagen. Ich mag Izzy so gerne. Ich auch. Izzy ist so einer der nettesten. Izzy ist so Menschen lustig Welt, und irgendwie. Einer der lustigsten. Ja, der ist aber auch so lustig. Der ist so trocken und trocken, lustig. Ja, und sein Lache ist auch
genial, passt perfekt zu diesem trockenen, also ja, auf jeden einfach Fall. Einfach ein großen Guy. Genau, ich liebe Golf. Wir golfen I love viel. It. So, keiner weiß, sich das kann, ist dir was eingefallen? Nein, ich habe auch nicht weiter drüber nachgedacht. Gut, dann frage ich jetzt, was dein Lieblingslied ist, dein absolutes Lieblingslied. Hast du gerade eins oder hast du einen so ein All-Time? Enjoy the Silence von Depeche Mode ist, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Oh, der ist krass. Ja. Boah, der ist krass. Da geht der auch nix, da wird auch nie wieder irgendwas drüber kommen, glaube ich. Der kommt auf die Cornerliste. Ich meine, jeder scheiß Podcast braucht eine Playlist. Ja, ja, safe. Auch jeder gute Podcast braucht eine Playlist. Und das kommt in die Cornerliste rein. Nice, okay, geil. So, und dann sind wir tatsächlich... Oh no! Durch mit dem Cornerbuch schön und durch war's. Mit deiner Folge. Ich fand es sehr, sehr schön. Hat viel Spaß Dank, gemacht. Dass du dabei warst. Good ich talk. Fand sehr, sehr gut. Ich finde es auch schön, dass wir inzwischen in der Sonne sitzen und uns richtig so ja, es gut gehen lassen. Schön. Schön. Das habe ich richtig schön Spaß an der Color Correction, wenn sich schön oh, die Sonne hier reinbewegt. Oh, du Armer. Aber wenigstens nicht immer Wolke, Sonne, sondern so konstant. Das ja, ist okay. Das ist gut. Das ja. ist gut. Freunde, wir kommen zum Ende hin. Wie gesagt nochmal, Jody, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen lieben war Dank, dass du dich Fest. Mit mir unterhalten hast, obwohl ich so blöd war mal. Jetzt fühle ich mich schlecht. Nö, ich? Nein, Quatsch, Jodi. Quatsch. Nö, jetzt sind wir gut. Jetzt ist alles gut. Symbolisch? Ja. Wir sind jetzt Freunde. Ich lade dich bei meiner Hochzeit ein. Wirklich? Ja. Machst du es wirklich? Unbedingt. Ja, ich weiß natürlich nicht, wann das passieren wird, aber dann, wenn es soweit ist, dann. Ruf an, ich bin da. Cool. Ich bin da, Jodi. Sofort. Ich komm rum. Freunde, ihr könnt den Podcast hören auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die es gibt. Sagst du als am Ende. Ach so, ja, stimmt, weil wenn die das Video geguckt haben, können die auch mal den Spotify-Podcast hören. Das ist klug. Du bist klug. Marketingmaschine. Ja, ja, also es kommt ja, wir haben es da ein bisschen geändert. Die erste Folge kommt ja, also der erste Teil, und dann released ja schon die Audiospur komplett auf Spotify. Und dann kommen die einzelnen Videoparts, kommen Tag für Tag. Okay, cool. So machen wir das nämlich jetzt. Sorry. Ihr könnt das nämlich auch alles gucken. Wir sind hier nämlich auch auf YouTube. youtube.com/Henkenbergen. Checkt auch gerne Jody aus. Die verlinke ich natürlich ganz artig. Danke, das ist nett. Dafür, dass sie kein Geld dafür kriegt, dass sie hier sitzt. Ja. Und, aber ein Wasser. Wasser. Das ist beste Wasser. Bezahlung. Das ist ja nur das Mindeste. Ja. Im Danke. Santiano-Becher. Mhm. Und checkt Jodys Buch aus, wenn es rauskommt. Wir werden es erfahren. Und ich glaube, dann können wir uns für heute verabschieden hier aus der wunderbaren Corner. Macht euch einen schönen Tag, trinkt genug Wasser und gebt mal ein bisschen raus, Kinder, weil es ist gutes Wetter. Ich hoffe, bei euch ist gutes Wetter. Hoffentlich. Wir verabschieden uns. Macht's gut, ihr Süßen. Bis nächste Woche. Tschüss.